ESP32 Bluetooth LED. Lernen Sie, wie einfach es ist, eine LED über ein Handy und einen ESP32 Controller zu steuern. Zunächst die ESP32 Seite. Im Kopf befinden sich die üblichen Daten und eine ausführliche Beschreibung. Das Prinzip: Wird der grüne Schalter betätigt, wird eine 0 gesendet. Wird der rote Schalter betätigt, wird eine 1 gesendet. Der ESP32 hat bereits Bluetooth integriert, welches über die Bibliothek Bluetooth seriell eingebunden wird. Über Bluetooth seriell BT erfolgt die Aktivierung. Mit Incoming gleich 0 wird die vom Handy übergebene Variable als Integer vereinbart und mit 0 initialisiert. In der nächsten Zeile wird der LED-Anschluss definiert. Im Setup wurde die serielle Schnittstelle vom Arduino auskommentiert. Diese ist nicht nutzbar, da die interne LED auf 1 liegt. Dort ist auch das Signal TXT für die serielle Schnittstelle. Der Name, unter dem im Handy die Bluetooth-Verbindung erkennbar wird, entsteht durch seriell BT.begin. PIN-Mode legt den ESP32-PIN als Ausgang fest und schreibt in der folgenden Zeile Hi auf den PIN. In der Loop wird nachgeschaut, welche Nachrichten vom Handy kommen. Diese Nachrichten sind als Dezimalzahlen in ASCII kodiert. Die Zahl 1 gleich ASCII 49 ist hexadezimal gleich 31. Die Zahl 0 ist gleich ASCII 48, das entspricht hexadezimal 30. Damit alles nicht so schnell abläuft, wurde für jeden Durchlauf ein Delay von 20 Millisekunden eingebaut. Auf der Handyseite muss die App Arduino Bluetooth Controller installiert sein. Nach Aufruf der App kann die Verbindung ESP32 LED Control gestartet werden. Die Verbindung erfolgt im Modus Schalter. Unter Einstellungen erfolgt die Zuordnung der Zahlen zum roten und zum grünen Schalter. Und jetzt viel Spaß beim Schalten!